Was mich an dem Thema gereizt hat, ist zum ersten Mal die wirklich inspirierende und auch irgendwie zeitlose Geschichte von Solidarität und Freiheitsdrang, die in dieser Story drinsteckt. Und dadurch, dass es natürlich eine wahre Geschichte ist, sie mich auch wirklich mehr berührt als eine erfundene Geschichte über diese Themen. Was natürlich auch drinsteckt, ist dieser Transformationsprozess Deutschlands nach dem Dritten Reich, das, was mich auch schon bei der Staat gegen Fritz Bauer beschäftigt hat. Also die Frage, wie ging es nach diesem Horror des Dritten Reichs eigentlich weiter, in diesem Fall im Osten, mit dieser eigentlich ja gut gemeinten Utopie des Sozialismus nach dem Faschismus. Und dann aber eben diesem einen Moment, in dem sozusagen die Meinungsfreiheit beschnitten wird und eine ganze Generation Fragen an den Staat stellt, die sie gar nicht beantwortet kriegen. Das Schweigende Klassenzimmer handelt von einer Abiturientenklasse 1956 in der noch jungen DDR, die sich vor dem Hintergrund des Ungarnaufstands mit der Partei in der DDR anlegt. Sie machen eine Schweigeminute aus Solidarität für die gefallenen Volkshelden in Ungarn, die eben versuchen, dort die Sowjetbesatzung loszuwerden. Mosel kommt gleich, stimmen wir ab. Wer ist für eine Schweigeminute? Die Ungarn, die da sterben, die sind so alt wie wir. Zwölf? Mehrheit. Das ist mir doch völlig egal. Wir wiederholen den Stoff. Die vorrevolutionäre Situation in Deutschland. Wie war die Haltung der SPD im Jahr 1918? Und aus dieser Schweigeminute erwächst ein quasi vom Paul. Vom Minister für Volksbildung gebrandmarkte Konterrevolution. Nein, nichts. Das gibt dann wieder eine 5, Paul. Nimm die Hände aus den Taschen, wenn ich mit dir rede! Kurt, sag du es uns. Kurt, ich weiß, dass du es weißt. Wieso sagst du nichts? Und er kommt in die Klasse zurück, nennt eben diese Schweigeminute eine Konterrevolution und stellt den Studenten, den Schülern ein Ultimatum, binnen einer Woche sich gegenseitig zu verraten, die Redensführer auszuliefern oder eben alle vom Abitur ausgeschlossen zu werden. Und diese Woche, diese Druckkammer dieses Ultimatums, das ist die Geschichte. Mein Name ist Peter Rasmus, ich bin der Betreiber des Kinos und freue mich, dass Sie so zahlreich beim ersten Frühlingstag des Jahres ins Kino kommen. Wir haben ein bisschen gebibbert, aber es ist jetzt schön, dass wir doch den Saal relativ gut voll gekriegt haben. Ich darf unseren Gast begrüßen, Lars Kraume, der zum wiederholten Male schon unser Gast ist und der wieder einen tollen Film mitgebracht hat, Das Schweigende Klassenzimmer. Er soll Sie selber begrüßen. Bitte schön. Ich kenne den Film schon, deshalb gehe ich jetzt was essen und komme danach und bin für Ihre Fragen da. Ja? Okay, bis dann. Danke. Du auch? Klößchen? Nein, du. Vater, führen wirklich Faschisten den ungarischen Volksaufstand an? Die Situation in Ungarn ist kompliziert, Kurt. Dann erklär sie mir doch bitte. Ich verfüge auch nicht über die Kenntnis aller Einzelheiten. Die Berichte kommen mit Zeitverzögerung. Fest steht nur, dass in Ungarn eine Konterrevolution gegen die sozialistische Volksmacht im Gange ist. Vermutlich ist es so wie bei unserem Aufstand 53. Da hatten auch ausländische Provokateure ihre Hände im Spiel. Die Erwachsenen sind ja durch die Bank mit Leuten besetzt, mit denen ich schon viel gearbeitet habe. Das heißt, Jördis Triebel, Burkhard Klausner, Ronald Zerfeld, Florian Lukas, der mein erster professioneller Schauspieler war,
Das sind alles die Schauspieler, mit denen ich sowieso schon viel zusammenarbeite und an die ich immer denke, wenn ich einen Film besetze. Aber die junge Garde, die also Leonard Scheicher, Lena Klenke, Tom Gramenz, Jonas Dassler und Isaiah Michalski, diese Leute sind sozusagen Stück für Stück dazu gekommen. Und da war es tatsächlich so, dass Tom Gramenz und Leonard Scheicher schon besetzt waren, aber ich nicht richtig wusste, wer spielt jetzt eigentlich welche Rolle. Und erst als ich die beiden dann sozusagen hatte und eben dieses Problem hatte, wer spielt jetzt welche Rolle, habe ich das Buch nochmal überarbeitet und ihnen quasi maßgeschneidert, die Figuren, weil ich dachte eben so charakterliche Unterschiede in ihnen zu erkennen und so ein bisschen die Figuren auf sie hinzuschreiben. Die Jungen sind alle, also die drei Hauptjungs, der Theo, Kurt und der Erik, sind von der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Was eine unglaublich gute Schauspielschule ist. Ich weiß nicht, was die mit denen machen, aber die sind irre, die da sind. Und die Lena Klenke ist so Autodidaktin, die hat mit 12 angefangen zu spielen und hat sich da irgendwie durchgeschlagen. Die lebt halt in Berlin und die ist bekannt aus Fuck You Goethe. Und der Isaiah Michalski, der den Paul spielt, der kam zu mir eigentlich über meinen Neffen und meine Nichte, das ist ein Freund von denen, der will eigentlich Regisseur werden. Und der hing irgendwie ewig bei mir am Set rum und hat immer so selbstgebackene Brownies mitgebracht und hat eben zugeguckt, wie ich das so mache, weil der halt Regisseur werden will. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er einfach so toll aussieht, ob er spielt. Und er hatte schon mal so ein bisschen gespielt und so und gefragt, ob er nicht mal zum Casting kommen will. Und dann fanden wir den irgendwie super. Der hat tatsächlich, der ist verrückt, der Typ, der hat in der Woche, in diesen Monaten, in denen wir gedreht haben, hat der parallel wirklich Abitur geschrieben. Wir haben genau vor einem Jahr gedreht und ich habe gesagt, Isaiah, das kannst du nicht machen, du versaust dir das Abitur. Der hat ein 1,0 Abitur geschrieben, während er diesen Film gedreht hat. Und der ist wirklich ein wahnsinniger Typ. Herein! Freundschaft. Guten Morgen, Lena. Setz dich doch bitte. Genossin Kessler vom Kreisschulamt hat einige Fragen an dich. Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschwiegen? Wir dachten, also... Entschuldige, Lena. Wir kennen uns nicht. Du solltest wissen, dass ein gesunder Oppositionsgeist an unseren Schulen immer willkommen ist. Ich möchte nur verstehen, weshalb ihr geschwiegen habt. Wer Puschkas gefallen ist. Wer bitte? Puschkas. Ein Fußballer. Weil Puschkas gefallen ist. Es hieß, dass er beim Ungarnaufstand ums Leben kam. Da waren wir traurig. Er ist doch ein Vorbild. Du willst also damit sagen, dass ihr den Lehrer Mosel zum Narren gehalten habt, weil ihr sportbegeistert seid? Ja. Der Film arbeitet mit ganz klassischen Mitteln in der Auflösung, in der Kameraführung. Der ist mit einem ganz klassischen Vokabular. Aber es gab natürlich verschiedene spezielle Aufgabenstellungen. Zum einen wollten wir, dass der Film die DDR nicht von vornherein als ein trister Staat der Tyrannei darstellt. Deshalb ist er am Anfang ist er sonnendurchflutet und so ein herrlicher Herbst, in dem das alles spielt. Das war uns ganz wichtig. Man sieht den Schülern an, dass es ihnen gut geht. Sie haben Klamotten, sie haben Wohnungen, die Eltern haben zu arbeiten. Das ist eigentlich eine positive Welt. So. Und das unterstützt natürlich die Bilder, anders kriegt man es nicht raus und auch die Musik. Und dann kommt eben dieses Problem der Meinungsfreiheit und ab da verschwindet die Sonne, ab da kommt sozusagen, wird es immer kälter, immer, die Geschichte geht ja tatsächlich bis Weihnachten, also ganz natürlich und ganz unmerklich kriegen wir es immer kühler und immer blauer in den Farben, die Scheiben fangen an zu beschlagen, das Licht wird immer ungemütlicher und so, eben im Verlauf der Dramaturgie. Dann war es noch so, dass ich eben, dass wir schon einen Film machen wollten, der sozusagen mit modernen Mitteln fotografiert ist. Der Film ist in 4K in der vollen Auflösung gedreht auf der Arri Alexa. Aber wir wollten auch, weil ich das so wichtig finde, wollte ich, dass man irgendwie eine Art von nostalgischem Gefühl auch in der Fotografie hat,
weil das sozusagen uns einfach hilft, finde ich, in diese Zeit reinzukommen. Dafür fange ich nicht gleich an, einen Film in Schwarz-Weiß zu fotografieren, was eigentlich der Zeit entsprochen hätte. Aber eine Filmemulsion, die meiner Meinung nach am allerstärksten für uns mit Vergangenheit, mit Mitte des 20. Jahrhunderts besetzt ist, ist eigentlich das amerikanische Kodachrom. Und wir haben dann tatsächlich so einen Look gegradet, der so ein bisschen in so eine Richtung geht, relativ hart und ein relativ knalliges Rot, also die Farben so rauskommen. Es ist nicht wirklich Kodachrom geworden, es ist auch irgendwie eine Mischung aus Aqua und Orvo und Kodachrom, also irgendwie, aber eben Farbfilm-Emulsionen vergangener Tage, das war so ein bisschen der Look. Und der Film hat tatsächlich einen Korn reingerechnet bekommen, weil ja die Digitalkameras natürlich kein Korn mehr haben, aber das Korn auch eine Nostalgie hervorruft, die man irgendwie ein bisschen in den Bildern haben will. Deshalb gibt es auch noch ein künstlich reingerechnetes Korn. Das Format war hier sogar noch wichtiger als bei Fritz Bauer. Da habe ich tatsächlich eine Weile überlegt, ob wir ein 1:1,85 drehen. Aber hier war es ganz klar so, dass wir wussten, wir haben ja eine Gruppenprotagonistengeschichte mit 20 Schülern, die da alle ständig auftauchen. Und dann kommen noch die Lehrer und die Eltern dazu. Also da ist Scope natürlich ein super Format. Es gibt ganz viele Bilder, wo man sozusagen nah oder halbnah 6, 8, 10 Schüler gleichzeitig im Format hat. Das kriegt man mit einem anderen Seitenverhältnis gar nicht hin. Ja, komm rein, komm! Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Ungarn. Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit gegen die russische Besatzungsmacht tragische Verluste hinnehmen. Die Anzahl der gefallenen Freiheitskämpfer konnte nicht genau ermittelt werden. Schätzungen zufolge handelte es sich um mehrere hundert Gefallene. Was aus Edgar geworden ist, ist so, also der Film, also Edgar gab es nicht. Edgar ist eine fiktive Figur, die haben in Wahrheit in der Kneipe Rias gehört. Das ist natürlich nur so, wenn man einen historischen Film macht, muss er natürlich auch für ein Publikum 2018 funktionieren, das gar nichts weiß. Man will natürlich nicht, dass die Leute im Kino sitzen und denken, was jetzt nochmal genau das, was heißt nochmal genau Republikflucht oder so. Deshalb wird sozusagen auch erklärt, dass die Mauer noch nicht, deshalb fahren die am Anfang auch im Westen ins Kino und so. Und Edgar ist natürlich genau dafür da, dass er vor allem im jungen Publikum sozusagen einmal übersetzt, dass eben der Staat jetzt sie zu Feinden erklärt hat. Das ist eigentlich die zentrale Funktion und außerdem ist es natürlich so eine romantische Figur, so ein Anarchisten-Onkel, bei dem man irgendwie Wein kriegt und tanzen kann. Also Fritz Bauer war komplett durchgebordet. Dieser Film fast gar nicht. Wir haben die entscheidenden Stunt- oder Visual-Effect-Szenen haben wir gezeichnet, aber nicht den ganzen Film. Die Filmmusik hat mich bei diesem Projekt relativ lang beschäftigt, oder sagen wir mal die Komponisten relativ lang beschäftigt. Wir haben verschiedene Umwege probiert, wir haben versucht, auch mit Musik der Zeit zu arbeiten. In dem Fall war mal eine Ausgangsidee, war mal Schostakowitsch, der eben ja sehr unter dem Stalinismus auch irgendwie gelitten hat und der eine Musik gefunden hat, die auch immer sozusagen einerseits geduldet war von dann Stalin, später Khrushchev, aber andererseits auch immer das System sozusagen ironisch betrachtet hat. Aber das ist nun mal eine Komplexität an Musik, die einem Film auch fast erschlägt. Also wir haben aus diesem, also diese Beschäftigung mit klassischer, also mit moderner Klassik der Zeit, hat uns auch ganz schön auf Abwege gebracht. Letzten Endes sind wir dann doch wieder zu einem Score zurückgekommen, der aus eigentlich aus im Kern erstmal aus drei Themen besteht. Es gibt ein Aufbruchsprotagonistenthema, es gibt ein Antagonistenthema, das immer wiederkehrt und es gibt noch so eine extra Musik, die nur dafür da ist, sozusagen, was ich vorhin sagte, die frühe positive Utopie des Sozialismus mitzuerzählen. Dieses Thema für dieses Zuhause beschreiben soll, das klingt wahnsinnig nach John Barry. Aber nicht unbedingt, also John Barry grundsätzlich hat einfach einen wahnsinnig eigenen Sound
Und das stimmt. Wir haben auch immer gesagt, okay, dann nehmen wir dieses John Barry-Stück. Aber es ist nicht John Barry, es ist von denen komponiert, aber es klingt, es fühlt sich so an. Ja. Ich wiederhole die Frage, was ist aus den Abiturienten geworden? Haben sie Fuß fassen können und wie ging ihr Leben weiter? Also ich fange mal mit den Vieren an, die da geblieben sind. Das waren vier Mädchen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht weg konnten oder wollten. Und die durften dann in einem, dann ist das System eingebrochen, eingeknickt und hat sie tatsächlich an anderer Stelle, an einer anderen Schule Abitur machen lassen. Sie durften aber nicht über das reden, was da passiert war. Die 16 Schüler, die nach Berlin gegangen sind, sind dann ins Zehlendorf, da gab es ein extra Auffanglager für Jugendliche gekommen. Dann hat die Springerpresse, die Bildzeitung aus denen so Helden gemacht. Heinrich von Brentano, der Außenminister damals, hat sich mit denen fotografieren lassen. Also dann wurden sie alle ausgeflogen nach Hessen und haben in Bensheim gemeinsam Abitur gemacht. Und die sind im Grunde also fast alle da geblieben. Ich habe unterschiedliche, also es leben noch 15 der Schüler insgesamt. Die Hälfte von denen hat inzwischen den Film gesehen. Sie haben ja alle bestätigt, dass sozusagen diese Mischung aus Fiktion und Fakten, die wir da natürlich auch an Dramatisierung irgendwie gemacht haben, dass die für sie super funktioniert. Wir mussten auch ein bisschen die Biografien sind sozusagen alle von mir geschrieben, ne? Die sind alle fiktiv. Genau, und die sind dann zum größten Teil da geblieben. Die Stasi hat versucht, sie zurückzuholen. Also Dieter Portner, einer der Zeitzeugen, der München lebt, hat uns dann erzählt, er hatte seine Mutter, der Vater war schon tot, die Mutter und die Geschwister zurückgelassen. Kam die Stasi dann zur Mutter und hat gesagt, okay, du fährst jetzt nach Berlin und holst ihn zurück. Und dann hat sie gesagt, ja gut, versuche ich das. Dann ist sie ins Auffanglager und hat zu dem gesagt, komm bloß nicht zurück. Dann hat er gesagt, nee, mach ich auch nicht. Dann hat sie gesagt, du musst mir nur einen Brief schreiben, dass ich es versucht habe. Und dann ist sie mit dem Brief zurück zur Stasi gesagt so. Aber die haben immer weiter versucht, die auch zurückzuholen. Mannschaft? Guten Morgen, wir haben Besuch. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser Gast. Guten Morgen. Morgen. Sie können jetzt gehen. Ich bemerke erstaunte Blicke. Wer von euch wundert sich über meinen Besuch? Niemand? So? Dann war euch also bewusst, dass der Versuch einer Konterrevolution keine Bagatelle ist. Oder dachtet ihr, dass die Sache mit dem Tadel für den Herrn Theo erledigt sei. Ja, Theo, du hast richtig gehört. Das hier ist eine Konterrevolution. Und ich werde jetzt rausfinden, wer die Rädelsführer sind. Am schwierigsten war es wahrscheinlich, wie immer bei deutschen Kinofilmen, dann doch in der relativ knappen Zeit den Film auf den Punkt zu kriegen. Wir haben irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, um die 35 Tage gedreht. Und mit so vielen Leuten, also selbst wenn man nur Szenen hat, sagen wir mal, Theo und Erik streiten sich in der Klasse, haben sie auch immer noch 20 Schüler, die sie mitinszenieren müssen. Also die waren alle vorgeprobt, die Szenen, aber es sind halt immer sehr, sehr viele Leute im Bild. Wenn einer was falsch macht, kann man die ganze Szene neu drehen. Und selbst wenn der ganz hinten im Hintergrund steht, das heißt, die waren alle fantastisch, aber diese vielen Leute ständig zu inszenieren, das war eine Herausforderung in der kurzen Zeit. Ja, wenn Sie keine Fragen mehr haben, bedanke ich mich, dass Sie gekommen sind und dann bis zum nächsten Film. Also der Film, so wie er ins Kino kommt, ist mein Schnitt. Geschnitten hat es Barbara Gies, aber da ist nichts sozusagen gegen meinen Willen entschieden worden. Das ist bei diesem Film aber grundsätzlich so.